Es ist halt so, wie ich schon vorher meinte, da setze ich lieber eine Runde aus, auch wenn die vielleicht schon mit ihren Mini-Einheiten da, mit ihren leichten Einheiten, die diese Vorratsdinger angreifen da, die in der Mitte immer sich befinden. Aber setze ich lieber eine Runde aus und stelle eine bessere Einheit her, die die dann letzten Endes alle wegfetzt, als wenn ich mich jetzt hier ewig damit beschäftige, irgendwie Einheiten zu erstellen, die ja einfach mit einem Schuss dann alle weg sind. Wollte ich hier nur mal gesagt haben. Hoppala. Ja, ich habe gerade ein Stückchen getrunken. Mensch, meines Wässerchen. Und man kriegt auch mit, oder ich bekomme es mit. Also wir haben es jetzt 23:20. Und die Wartezeiten erhöhen sich doch um einiges. Die angegebenen eigentlich nicht, nur die tatsächliche Wartezeit erhöht sich um einiges. Hier können wir nochmal die Einheit angucken. Hier ist noch der Laden. Oh, geht schon los. Wollte gerade gucken. Ach ja, genau, es gibt so eine Kisten hier. Genau, was hatte ich denn da vorhin drin? Irgendwelche. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ach, habe ich vergessen. Man sieht, die nehmen jetzt viele ihre Landesfahnen hier, so wie ich auch. Ich habe die einfach genommen, obwohl es hier bessere Bilder gibt hier. So, hier auf jeden Fall eine Belagerungseinheit. Die Anti-Tank-Gun ist relativ okay. Und ich nehme diese Mini-Missile, Nuke-Missile, weil wenn man sie einsetzen kann, also man fegt auf jeden Fall alles weg, was da steht. Scheißegal, was das ist. Man fegt alle Einheiten weg. Aber die ist halt so teuer, dass sie die meisten letzten Endes nie kaufen. Ich hab vielleicht zweimal jemanden gesehen, der die einsetzt, abgesehen von mir. Letzte Teite Aria. Habe ich das richtig gelesen? Letzte Teite Aria. Ah ja, alles klar. Gut. Befasse ich mich gar nicht mehr damit. So, mal gucken, wer hier den langsamsten Rechner hat. Oh. Mein Team ist bereit. Okay, wir spielen alle die Terran-Rasse. Insgesamt, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, 5 verschiedene Karten habe ich bisher hier gesehen. Mein Vorteil hier, ich wieder an dritter Stelle, heißt, ich habe mehr Zeit, die vernünftige Einheiten hier zusammen zu basteln. Der erste hat ja nur 20 Sekunden, das heißt, er muss jetzt, er baut schon irgendwas. Bin gespannt, was bei ihm jetzt beim rauskommt. Ah, er hat hier diese Musketiere, die Kanoniere und den Flammenwerfertypen, der auch gleich wahrscheinlich weg ist. It's our round and our soldiers are ready and waiting. Dominating. So, Herr Aria hat den Typen da weggehauen. So, jetzt bin ich gleich dran. Die habe ich auch, die halten aber nichts aus, so wie ein anderer Gegner kommt. Ja, jetzt haben sie mich weggehauen, weil diese Einheiten können zwar nicht von den sichtbaren Einheiten gekillt werden, aber Scheiße, was habe ich denn jetzt gebaut? Den wollte ich gar nicht haben. Und ich krieg nur die Hälfte wieder, das ist natürlich total kacke jetzt. Ich wollte den hier haben. Ist egal, ich muss die Mine aufwerfen. Pech gehabt. Mein Fehler. Man kriegt natürlich nur die Hälfte zurück und nicht das, was man ausgegeben hat. Verständlicherweise. Build the
Reactor Units. Ich bin schon weg. Ja. Hier war gerade die Ansage, Build Detector Units, heißt, ich müsste jetzt so einen Scout oder sowas hier hinschicken, den ich gar nicht habe. Er hat jetzt einen Scout mit. Und die haben sich alle Vorräte hier geholt. Ich bin jetzt blöd dran, ich gebe es ehrlich zu, weil ich war jetzt einfach nur durch den Fehler, dass ich eine falsche Einheit gebaut habe, die ich nicht haben wollte. Habe ich natürlich jetzt auch an Ressourcen verloren. Das ist doch scheiße. Okay. Gut, die Einheiten habe ich jetzt auch gedeckt, aber sie hauen einen natürlich ganz schön weg. Da macht sie Masse halt, ne? Ist der von ihm? Ja, muss ja. Die Dinger, die echt wie Haie aussehen, für mich sehen die aus wie Haie, die sind eigentlich wirklich ziemlich gut. So, ich baue meine erste Kanone hier. Weggehämmert, wie nichts Gutes. Also in der Masse hauen die ganz schön was weg. Alleine sind die eigentlich ziemlich wertlos. Was die schon teilweise für harte Einheiten haben, für heftige Einheiten vor allen Dingen. Ich hätte ja gern hier meinen Gorilla zumindest. Da haben wir ihn. Oh, Jesus. Was gucken. Obwohl die Marauder kann ich auch noch mit reinnehmen. Und dann die beiden. Na, gut, das hier mal. So. Unstoppable. Gut, den habe ich jetzt geroutet, also zum Rückzug gezwungen. Ja, der hat schon diese. Die, genau diese Einheiten wollte ich haben. Diese Einheit will ich haben. Ich habe das Tourette zerstört. Dafür gibt es ein bisschen Kohle. Da kommen jetzt meine Einheiten wieder. Ich werde mein Gold sparen für eine Belagerungsmaschine. Das sind diese Raketenwerfertypen, die sind. Halten eigentlich nicht viel aus, aber man sieht, man wird auch gleich sehen, die werden hier ziemlich schnell weggehämmert und da meine Einheiten hier nicht aufgedeckt werden. So, Truppen kommen jetzt rein wieder. Und ich habe meine Belagerungsmaschine. Wieder Befestigung verloren. Also gestern lief es ja richtig gut. Heute ist viel mit viel Verlieren angesagt, leider. Ja,
Das gibt's nicht. Die Belagerungsmaschine ist schon hinüber. Muss weg. Er ist weg. Upgrade your mind. Ja, ist soweit. Soul Essence Mind is upgrading. Aber leider greift die Anti-Tank an, glaube ich, keine fliegenden Einheiten an. Man kann sich das schon ganz gut ausrechnen, also wenn man bei Runde 25 tatsächlich direkt aufwertet, ungefähr bei Runde 30 ist die Aufwertung dann abgeschlossen. Die hat schon so viele heftige Einheiten hier. Komme ich auch nicht so gut hinterher. Aber gut, meine sind noch partiell da. Und die Antitankern. Lass der wenigstens auch ein bisschen was. Jetzt kommt hier ein Kollege und macht den Rest weg. Oh, der macht den Rest weg. Oh, er hat schon so viel von den Dingern, ne? Okay, die Mine ist aufgewertet. Ehrlich gesagt, ich muss erstmal sammeln. Noch ist die Anti-Tank-Gun da, jetzt wieso verschwindet die, wenn ich das gerade erwähne? Oh, ich komme, das ist einfach zu heftig hier. Okay, er hat seine Einheiten gerade aufgewertet. Heftig hier, die sind schon wieder so nah. Das fühlt sich schon wieder nach Verlieren an. Sie ist auch schon wieder weg, das gibt's ja nicht. Our base is in danger. Don't give up, Commander. Ja, das war's. Das war's, das ist so viel. Heute läuft's irgendwie einfach nicht. Heute läuft's irgendwie einfach nicht. Keine Ahnung wieso. Wenn die Einheit noch eingefroren, die Basis ist weg, wir haben wieder verkackt und ich krieg gerade einen leichten Hals irgendwie. Aber ich habe auch Fehler gemacht und ach, das sieht dann halt so aus. Fuck, Alter. Well, just a little bit unlucky. Tja. Ich versuche jetzt einfach ruhig zu bleiben. Komm halt die Fresse, lass mich nicht ein hier. Server sind eh bald offline. General Attack. Achso, das ist erst bei Stufe 28. Das habe ich schon drin. Aber nur einen Rang. Das heißt, später müssen es etwas mehr werden. Ja, soll ich sagen. Das war's dann hier wohl. Ich habe alle Modi gezeigt, die es hier gibt. Daily Quests sind noch nicht verfügbar. Oh, hier. Genau, Daily Quest. Ja, stimmt, da kann man natürlich raufklicken. Und alle 4 Stunden oder so bekommt man hier ein paar Boni. Ja, das gehört noch mit dazu jetzt. Das wird meine Kiste, Skycrab Crystal Core.
für was auch immer das sein soll, ich weiß es nicht, für etwas Geld, also Gold hier, kann man das Ding nochmal rufen. Und was? Noch eine? Tatsächlich. Soll ich nochmal? Kann man natürlich auch überspringen, aber es ist eh schon fertig. Templar Crystal Core. Na leck mich doch. Okay, in 8 Stunden wäre es wieder verfügbar. Ist das leider nicht mehr der Fall. Denn wie gesagt, Server gehen aus. Profile. Irgendwas habe ich. Ach hier. Wieder eine Errungenschaft, ein Erfolg. Muss ich mal gucken, wo das ist. Hier. Menü. Wo ist das? Jetzt muss ich hier claim. Dankeschön. So. Wie gesagt, abgesehen davon war es jetzt erstmal. Das einzige, was ich jetzt nicht gezeigt hat, ist hier gegen die AI. Also AI, KI wollte ich sagen. Künstliche Intelligenz. Oder man kann hier ein eigenes Match erstellen. Das ist aber im Prinzip ja genau dasselbe wie die anderen Modi. Nur, dass man halt rausfinden kann, ob der Computer intelligenter ist als man selber. Das war's soweit gewesen. Art of War, Red Tides heißt das Spiel, glaube ich. Ich habe schon fast vergessen. Ja, Red Tides. Danke fürs Zuschauen, sage ich. Wenn euch das Spiel interessiert, müsst ihr mal die Seite aufsuchen. Ich weiß nicht, wann das hier wieder verfügbar sein wird. Also irgendwann wird die Beta abgeschlossen sein. Vielleicht in einem Monat, zwei Monaten. Sein soll ja aber erstmal, werden die Server ausgestellt. Und ansonsten müsst ihr euch die Seite markieren und mal gucken, wann das weitergeht hier. Also, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo, wenn ihr wollt. Und wenn nicht, oh, kann euch nicht zwingen. Viel Spaß noch beim Zocken und bis demnächst dann. Also, ciao, ciao.